Hallo und herzlich willkommen zum Thema Fallender Himmel im englischen Falling Sky vom Gigaplay Studio. Mein Name ist Annika Plotka. Das originale Video findet man, egal wo man hier auf der Seite von Gigaplay Studio ist, über Tutorials, View. Kann ich mal klicken. Und dann ziemlich weit unten hier Projekte. Der Serie Nummer 4 und dann hier in dieser Liste Falling Sky Scene. Dies werden wir hier im Video einfach mal nachstellen. Das Ganze hier ist mit einer älteren View-Version erstellt, als ich es momentan benutze. Momentan arbeite ich mit View 11 Infinity. Okay, als erstes eine gute Tat werden wir mal die Kamera hier auswählen mit der linken Maustaste und dann sieht man ja hier diese Pfeile, da kann man das Ganze drehen oder man klickt hier halt eben auf dieses Symbol, um das Ganze zu rotieren. Muss natürlich aktiviert sein. So, und drehen hier einmal komplett nach oben. Sieht man schon nur den Himmel. Und das Ganze steht bei mir hier noch auf 54,4 Grad. Ich stelle das Ganze mal runter auf 18 Grad. Und im nächsten Schritt fügen wir einfach erstmal die Bäume hinzu. Die Bäume findet man hier auf der linken Seite über dieses Baumsymbol. Da kann man einmal mit der rechten Maustaste kurz klicken und dann öffnet sich der Pflanzeneditor. Und aus dem Ordner Trees ja, kann man sich in der Bäume heraussuchen. Je nachdem, in welcher Version man arbeitet, also ob jetzt Studio Complete oder so, hat man hier drin halt eben andere Bäume. Vielleicht arbeitet man mit Infinity und hat trotzdem andere Bäume, weil man sich eben andere gekauft hat, als ich sie hier habe. Welche Bäume man hier verwendet, ist völlig egal. Ich füge jetzt zunächst das Tall Pine Tree hinzu. Na, okay. Dauert ein bisschen, bis View das geladen hat. Und ziehe mir den an die Seite, sodass ich das Ganze noch etwas sehe. Wer hier lieber mit diesen sich an diesen Strichen orientiert. Das Ganze kann man hier über dieses Symbol hinzufügen, Frame Guides. Das Ganze hier aktivieren. Das ist der äußere Rahmen, das ist der innere Rahmen und das sind diese Linien. Hier kann man hier auch Farben vorgeben. Rechte Maustaste, Edit Color und wählt dann einfach irgendeine andere Farbe. Wenn nicht alle gleich aussehen, muss man nicht, kann man aber. Okay, und das sollte man dann auch anhaken. Kann man wählen, ob man 4x3 Kästchen haben möchte oder 12x9. Ich lasse es mal hier auf 4x3 stehen und gebe denen nur ein helleres Grau. Ich mag das nicht in so dunkel. Okay, und das sind dann die Kästchen, der innere Rahmen, den wir gerade diesen Ton gegeben haben, und der äußere, den wir gerade diesen Ton gegeben haben. Dann platzieren wir die Bäume einmal so, wie wir sie denn haben möchten. Man sieht, dass das Ganze hier ziemlich schmal geworden ist. 80 Grad ist das, was im Originalvideo verwendet wird. Wenn ich jetzt hier gehe auf 54, dann geht das hier in diesem Falle weiter auseinander. Ja, das ist ja eben ein Unterschied, sage ich mal, in den Versionen an sich. Und dann kann man diesen Baum hier verschieben, sodass man noch was sieht. Ups, nicht in die Länge ziehen, das wäre verkehrt, sondern hier nur an diesen Pfeilen, dass man halt ein bisschen Baum und ein bisschen Rinde sieht. Ja, dass die Mitte so ein bisschen frei bleibt. Für den gleichen Baum nochmal zu verwenden, ist es besser, wenn man hier einfach mit der linken Maustaste nochmal auf den Baum klickt und nicht diesen Baum irgendwie kopiert neu hinzufügt. Sonst kopiert man den Baum original so, wie er ist. Wenn man hier das Ganze wählt mit der linken Maustaste, ist immer ein bisschen Variation in dieser Pflanzenart. Hinzufügen. Hat man ein bisschen Baumrinde. Wählen wir noch einen aus. Ein bisschen mehr da hinten hin. Kann ich auch ein bisschen näher holen. Aber ich mache es mal so. Und von mir aus noch einen. Den wir dann hier oben hin platzieren. Dann sieht das Ganze schon mal so aus. Man muss ja auch nicht nur mit diesen Bäumen arbeiten, man kann ja auch andere wählen, also rechte Maustaste auf dieses Symbol und wählt sich dann einfach mal einen anderen aus. Zum Beispiel diesen hier. Sagen, okay.
Denn in einem normalen, ich sag mal, Wald oder so, ist ja auch nicht immer nur eine Art Baum vorhanden. Da gibt es ja auch mal mehrere. Die muss man jetzt gekonnt irgendwie platzieren, dass man davon ein bisschen was sieht, aber dass er nicht das ganze Bild einnimmt. Bis jetzt noch in die Ecke zu, kann man wieder mit der linken Maustaste. Dauert wie gesagt noch ein bisschen, bis das Ganze beladen ist. So zum Beispiel, und dann kann man mit der rechten Maustaste nochmal klicken, sehe ich nochmal einen anderen Baum auswählen, wenn man möchte. Zum Beispiel, diesen hier, der ist auch standardmäßig, zumindest in der Infinity-Version, enthalten. Und schiebt sich diesen etwas näher an die Kamera, man sieht, er ist recht klein. Hilft es auch einen Baum einfach ein bisschen zu drehen. So, ein bisschen was von diesem Baum und dahin die beiden hätte ich auch noch gerne. Und ich glaube, ich nehme hier nochmal gleich. Ich würde hier oben das gerne noch ein bisschen mehr zu haben. Muss ja nicht komplett dicht sein. So zum Beispiel. Im nächsten Schritt brauchen wir einfach nur noch die Atmosphäre anpassen. Als Himmel an sich verwenden wir hier über Atmosphäre, Load Atmosphäre mit der linken Maustaste aus dem Ordner Physical Default. Und dann Atmosphäre, Atmosphäre Editor auch mit der linken Maustaste kann man hier die ganze Sache etwas besser einstellen. Zum Beispiel hier die Farbe mit der rechten Maustaste, Edit Color. Ich füge gleich noch Wolken hinzu, dann kommen die Wolken, dieses Grau von diesen Wolken ein bisschen besser zur Geltung. Und verändert hier einfach mal die Werte. Das ist also ein bisschen dunkler. Ja. Dann fügen wir einmal Wolken hinzu. Hier über Add einfach klicken. Hier diese, dieses Wolkenmaterial, sagen einfach okay und dann sind die Wolken auch enthalten. Wenn man hier einmal aktualisiert, sieht man, der ganze Himmel ist recht bedeckt. Da kann man hier noch einige Einstellungen vornehmen. Das Ganze steht hier in Vue 11 auch wieder auf Punkt 1. In der Version von Vladimir Chopin steht das Ganze auf 1.0. Wie gesagt, er arbeitet auch in einer anderen Version. In der Zwischenzeit hat sich das mit den Berechnungen innerhalb von Vue ein wenig verändert und deswegen haben wir hier unterschiedliche Werte. Ich kann es aber auch gleich nochmal auf 1 stellen, damit man den Unterschied mal sieht. Ich fange an, nicht bei 1 Kilometer Höhe, das ist ein bisschen sehr hoch, zum Beispiel 100 Meter. Gehe mit der Wolkendecke ein bisschen runter. Ein bisschen, was frei ist. Da kann man auch ein bisschen mit runter gehen. Ich nehme erstmal so die Werte aus dem Originalvideo, wie gesagt. Das kann hier gleich komplett anders aussehen, weil sich die Werte halt eben total verändert haben. Ja.
geht hier ein bisschen hoch. Ist okay, und hier mit dem Schatten, hier wollte ich ein wenig runter. Darf auch schon mal gucken. Ich finde, das ist für meinen Geschmack ein wenig zu wenig geöffnet. Deswegen gehe ich hier mit Cover mal ein wenig runter. Stellen wir erst einmal den Himmel noch weiter ein. Hier Skyfog in Hazentub, da gehe ich mit dem Himmel etwas runter, also mit der Dichte. Und den Rest lasse ich durch das auch noch minus 1, erhöhe hier erst den Wert, wenn das Ganze näher in Final gerendert wird. Einmal in der Vorschau angucken. Render Options. Preview ist okay erstmal. Render to Screen, wie man das Ganze hier am Bildschirm sieht, und dann in dieser Größe. Das Ganze sieht momentan so aus. Ein bisschen was möchte ich hier noch verändern. Zum einen die Sonne, wo die steht. Ein bisschen mehr hier rüberholen, vielleicht ein bisschen höher. Dann kann man die ein bisschen weich noch hier gestalten. Und ja, die Sonne hat von sich aus 100% Stärke, sage ich mal. Also dass die Schatten sind da eben recht dunkel. Ist sofern auch schön, wenn denn das ein wolkenloser Himmel ist. Wir haben hier aber ein paar Wolken und ja, kann man draußen mal beobachten, wenn der Himmel halt eben bewölkt ist, sind die Schatten eben auch weicher. Kann man hier doppelt mit der linken Maustaste klicken. Und dann in dem Tab Shadows zum einen die Intensität, also wie viel von den Schatten kann man hier runtersetzen, zum Beispiel. Ja, so auf, ja, ich lasse mal auf 93. Und die Schattenqualität kann man auch weicher einstellen, wenn man das Ganze möchte. Ja, Qualität ist immer, ich mache das einfach mal hier nur auf 2. Normal würde ich es höher einstellen, aber das soll für dieses Video hier mal reichen. Je höher man hier den Wert eingibt, umso länger dauert das Ganze natürlich auch. Okay. Und in der Atmosphäre für die Wolken stand vorher auf 824 oder sowas. Das ist sehr dick, wie man hier sieht. Kann man Cover noch ein bisschen wegnehmen. Skyfog und Haze, damit das eine Vorschauqualität noch schneller geht, runter auf minus 3. Auch beim Lichtqualität hier auf minus 3. Und dann stelle ich das Ganze mal um von Global Ambience auf GI. Okay. Dem Licht. Da muss man gucken, wie ich immer da. Und man sieht hier ziemlich rieselige Wolken. Das liegt halt eben an den gerade eingestellten minus 3 für die Qualität im Tab Skyfog and Haze. Ja, das mit dem Licht an sich geht so. Ist jetzt nicht so schlimm wie halt eben die Einstellung für die Wolken an sich. Ja. Und dann könnte man hier zum Beispiel noch ein paar Vögelchen hinzufügen oder sowas. Die Sonne vielleicht noch ein bisschen anders einstellen. Wenn man das Ganze hier bewegt, sieht man ja, wo da der Schatten kommt und wo eben Licht hinkommt. Und ich denke, so gefällt mir das Ganze schon mal besser. Deswegen gehen wir einfach mal zunächst in die Atmosphäre. Wer es verändert hat, sollte den Wert wieder hochsetzen. Auch hier gilt, je höher der Wert, umso schöner ist es.
Nun ist schon nicht schlecht. Wenn man hier weiter hochgeht, das Ganze verlängert die Renderzeiten enorm. Da muss man eben gucken, was man meint, was man mit dem Auge überhaupt noch erkennen kann, was da eine Verbesserung darstellt. Ja, und wie lange das die Renderzeiten halt eben beeinträchtigt, ob sich das lohnt. Und im Tab Sky Fog and Haze setze ich den Wert hier von minus 3 auf 3, eben wegen den Wolken, um dieses Gegriesel mal da zu entfernen. Okay. Und dann in den Render-Einstellungen, Render-Options, das Ganze umgestellt auf Final. Ja, für das Internet reicht eine Auflösung von 1024x768 oder so. Ich rendere das Ganze gerne in etwas größer, um das Ganze eben einfach hinterher zu bearbeiten. Vor allen Dingen, ja, das Ganze kann man ja hinterher wieder verkleinern. Ich halte das Video so lange an und wenn das Bild fertig ist, zeige ich dann das Endergebnis noch. Das ist das Ergebnis, einfach mal in feiner Qualität gerendert. Und im Anschluss habe ich einfach mal hier aber lediglich in der Vorschauqualität gerendert, die Einstellung für die Wolken ein wenig verändert. Und zwar mehr in Richtung des Originalvideos. Und zwar, also nochmal der Unterschied, so sehen die Wolken halt in Punkt 1 aus und das mit 1.0. Dafür, also wenn man das auf 1.0 stellt, hat man hier wesentlich weniger Wolken. Und dafür habe ich dann hier in den Wolken Cover, also den Himmel wieder ein bisschen mehr bedeckt, damit man wieder ein bisschen mehr Wolken hat. Dann habe ich das Ganze auf 1.0 gestellt. Oder auf 1. Ja, okay, dann gehen wir mal nach Photoshop. Und hier kann man, ja, also ich arbeite normalerweise nicht an dem Original, frisch gerenderten Bild, sondern erstelle immer ein Duplikat. Ja, linke Maustaste festhalten, unten auf das Blatt ziehen und dann mit einer neuen Ebene, beziehungsweise die Ebene dupliziert. Und dann kann man hier in den Filtern, Weichzeichnungsfilter, radialen Weichzeichnungsfilter auswählen. Qualität ist auch sehr gut. Das Ganze hätte ich vielleicht gerne. Zum Beispiel strahlenförmig. Und dann auf 7. Sage okay. Und das Ganze sehe so aus. Ich blende das mal aus. Dupliziere das Ganze nochmal. Das Ganze ist mit Filter, Weichzeichnungsfilter, radialer Weichzeichner und dann kreisförmig. Nicht so prickelnd. Ja, das hat halt eben einen wesentlich schöneren Effekt, wenn man so nach oben guckt. Zum Beispiel, wenn man im Auto sitzt und fährt oder so. Und dann braucht man die Stärke nicht auf 100% lassen. Da kann man ja hier zum Beispiel die Deckkraft wegnehmen. Ja. Beziehungsweise das betrifft immer die Fläche oder die Deckkraft insgesamt. Die kann man auch untersetzen, wenn man möchte, dass man da nicht so viel von hat. Ja, für einen kleinen schönen Effekt nebenbei.